Hallo und herzlich willkommen bei Pokémon Gold. Es ist inzwischen Tag geworden. Ich musste ein bisschen was nachspielen wieder, weil irgendwie die ROM abgestürzt war. Also der Emulator hat sich aufgehängt oder erhängt, weiß ich nicht genau. Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen anderen Geldschnitt habe, weil ich jetzt bei Jasmin, wo ich ja letzt gespeichert hatte, kurz vorher, bei Jasmin, ja, da habe ich jetzt keinen mal verloren und ich habe ungefähr versucht, dieselben Trainer zu bekämpfen, die ich auch auf den Weg hierhin bekämpft habe. Ich habe einen, glaube ich, oder so mehr bekämpft aus Versehen. Hab Items nur die aufgehoben, die ich auch aufgehoben hatte. Ja. Ist, glaube ich, ganz okay. Sollte euch nicht weiter stören. Und es ist gleich geschafft, dieses Labyrinth wurde durchsucht. Wollte mich verarschen, wollte schon sagen, hier liegt doch was, Sonderbonbon. Der kann ein Pokémon ein Level abgewehren. Oder er gewährt einem Pokémon ein Level ab. So, bevor ich jetzt da oben weitergehe, wollte ich hier noch irgendwo gucken. Hier war nämlich noch eine Gabelung. Los. Genau, da war... Oder nicht eine Gabelung, aber hier gab es noch einen Weg nach rechts. Wow. Oh, das hatte ich vergessen. Stimmt, hier gab es Top-Genesung. Ja, jetzt haben wir es auch wieder. Nee, hier war... Oder? Wo war denn das? Nee. Ach, egal. Wir gehen jetzt wieder hier oben lang. Denn da oben ging es ja noch nach rechts. Ich hoffe zumindest, dass es da weitergeht und dass das nicht eine Sackgasse ist. Wieso ist denn jetzt... Oh, weil ich die Route gewechselt habe, sind die Büsche wieder gewachsen oder was? Was ein Dreck. Das ist richtig frech. Nee, ich dachte, das passiert nur, wenn man ein Gebäude betritt oder so. Aber nö. Das Spiel ist ein Arschloch. Und das weiß es auch ganz genau. Geh kaputt. Ja. So, hier oben lang. Ach, hier gibt es tatsächlich nur ein Item. TM43. Weiß ich gar nicht, was das ist. Habe ich gerade keine einzige Ahnung. Müssen wir mal nachgucken. 43 müsste ja hier irgendwo kommen. Scanner. Okay. Eine Runde Schutz oder so. Werde ich nicht einsetzen. Finde ich blöde. Da ist der See des Zorns. Ihr seht ihn schon rechts die ganze Zeit. So dieses blaue Gewässer. Und ich bin hier mit dem Fahrrad sehr ungeschickt. Stoße die ganze Zeit gegen. Ihr hört das auch immer, dieses Blub, Blub, Blub. Also dieses Blob. Nicht Blub wie ertrinken, sondern Blub, halt Plop-Geräusch. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Und hier ist hohes Gras. Wie wir es doch vermisst haben. Nicht. Ein Girafarik. Ha, sieht ein bisschen aus wie so ein Zebra mit, oder ja doch. Ein Zebra mit, ne, oder eine Giraffe halt, mit einem, ach, wie heißt es, diese, aus Mario, dieses, warte, ich will das erst, diese Ketten Pokémon, die an Ketten befestigt sind, diese Kettenhunde-Typen, halt so ein Teil am Schwanz. Der See des Zorns ist eigentlich ein Krater, der durch wütende Graudas erschaffen wurde. Der Krater füllte sich mit Regenwasser und so entstand der See. Diese Geschichte erzählte schon der Urgroßvater meines Großvaters. Früher konnte man hier quicklebendige Carpador fangen, aber ich verstehe nicht, was hier geschieht. Okay, interessante Geschichte. Du siehst nicht wie eine Trainerin aus. Täuschen mich meine Augen? Ich sah ein rotes Garados im See, aber ich dachte, Garados sind blau. Da vorne ist es auch. Die Garados sind wütend. Das ist ein böses Omen. Na, wir werden mal gucken, was es um den See herum noch gibt. Ne, mit dir rede ich nicht. Oh, hier liegt wieder was. Ja, da habe ich ein ganz gutes Gespür für ein ganz gutes, denke ich mal, wo was liegt. Ich meine, ich weiß nicht alles und sehe auch nicht alles, aber ich finde schon einiges. Komm, wir surfen mal hin zu dem Garados. Und das Pokémon hatte ich in der letzten Folge, glaube ich, angesprochen, welches ich haben möchte. Ich werde davor jetzt speichern, falls ich es nicht schaffe, denn ich habe auch gar nicht so viele Pokébälle. Oder Superbälle oder Hyperbälle. Und ein Köderball, aber ich möchte dieses Garados fangen. Lasha! Denn es ist ein rotes Garados. Das ist shiny. Shiny, es gibt von jedem Pokémon eine zweite Farbe, die ganz selten auftritt. Und hier ist eins der wenigen Spiele, in dem man quasi hundertprozentig eins findet, da es vom Spiel vorgegeben ist, dass es hier ist. Und ich will es unbedingt haben. Es ist so geil. Ich weiß, ich hatte im letzten LP zu Feuerrot schon ein Garados, aber oh, ich will es haben und ich werde es haben. Und ich weiß, es ist auch nicht so cool, weil ich habe schon ein Wasser-Pokémon im Team, aber trotzdem. Außerdem ist es schon Level 30.
Und ich will es auf keinen Fall töten, darum mache ich hier Surfer und nicht irgendwelche anderen Attacken. Ich weiß nämlich nicht, wie viel das aushält und wie viel Schaden ich genau an ihm mache. Ich bin ja auch ein bisschen vom Level höher. Fuchtler. Ja, er fuchtelt hier rum. Der kann auf jeden Fall gute Attacken. Der kann, wenn ich mich recht erinnere, Biss. Ja, mehr erinnere ich mich nicht. Toll. Richtig gut. Okay. Fuchtler. Was haben wir noch? Ich versuch's nochmal mit Zerschneider. Okay. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder, wenn er im Ball ist. Vogel hält rote Haut. Ja, wir sehen uns hier gleich wieder. Ich werde das Spiel eben schnell nochmal neu laden. So, hier sind wir Ja, hier sind wir wieder. Diesmal habe ich das gefangen. Ich kann es euch mal zeigen. Ging eigentlich ganz gut. Ich habe einen Hyperball, glaube ich. Also, ich war, glaube ich, der zweite Ball schon. Können es uns hier mal angucken. Es kann Fuchtler bis Drachenwut und Silberblick. Ist auf jeden Fall ein cooles Pokémon. Ich kann mal nachgucken. Ihr wisst ja, wie viele Bälle ich hatte. Ich habe einmal den Hyperball verbraucht. Ich glaube, sonst brauchte ich nur den Ich glaube, das war schon direkt der zweite. Ich habe jetzt gerade, war ich nochmal was zu essen. Also ich habe mir was zu essen gemacht und das verspeist. Ich esse ja nicht während des Let's Plays. Von daher ist das jetzt schon ein bisschen her. Und da vorne steht jemand. André im Shield. Das sehe ich ganz genau. Wer bist du? Dieser See ist voller Garados, aber sonst gibt es hier nichts. Die Karpados werden also gezwungen, sich zu entwickeln. Bist du wegen den Gerüchten hier? Du bist Vogel. Ich bin Siegfried. Ein Trainer wie du. Ich hörte einige Gerüchte, also kam ich hierher, um einige Nachforschungen anzustellen. Ich habe gesehen, wie du kämpfst, Vogel. Man kann sagen, dass du ein Trainer von bemerkenswertem Format bist. Würdest du mir bei meinen Nachforschungen helfen? Ja klar. Exzellent. Es sieht so aus, als würde jemand die Karpados im See zwingen, sich zu entwickeln. Die Ursache ist da ist das mysteriöse Radiosignal aus Mahagonia City. Ich werde auf dich warten, Vogel. Okay. Tschüss, Siegfried. Komischer Kauz. Ah nee, der wollte ja nur irgendwas wegen Garados wissen. Ah, wir sind in einen Kampf verwickelt. Also bin ich recht froh, dass das so gut ging. Ja, dann fehlt uns nur noch ein Pokémon im Team und das werden wir auch noch erhalten, Freunde. Das glaubt mir mal. Und ich werde sie auch mal bald wieder trainieren, die Pokémon. Damit alle irgendwie im Team von Wert sind. Damit alle auch mal wirklich im Kampf teilhaben können. Whee! So, in Mahagonia City sagt er, ist ein Signal. Da gucken wir doch direkt mal, ob wir sowas finden. Ha, erstmal gehen wir unsere Pokémon heilen. Hallo, guten Tag. Wie geht es Ihnen? Sie haben mal einen schönen Hut mit Ihrem Plus da drauf. Schön. Ja, die sind wieder topfit. Okay, ich komme auch jederzeit wieder vorbei. Jederzeit bereit. Und ich möchte jetzt, glaube ich, mit Garados kämpfen. Los, Garados, gern die erste Stelle. Mal sehen, können wir jetzt in die Arena? Nein, können wir nicht. Ha, was ist hier? Wer bist du? Nee, ihr seid ja die Wutkeks-Menschen. Was ist das? Da ist ein Schild vor, das ist wichtig. Dragoan! Hyperstrahl! Was hat dich aufgehalten, Vogel? Das habe ich mir gleich gedacht. Die merkwürdigen Radiowellen kommen von hier. Die Treppe ist hier. Vogel, wir sollten uns trennen, um diesen Ort zu erforschen. Ich gehe zuerst. Okay. Hinterher! Was ist das? Hey, Eindringling! Alarm! Was? Wie hast du mich denn bemerkt und Siegfried nicht? Komisch. Was setzt du ein? Ein Traumato? Na, da sind wir mit unserem Biss ja gut gewappnet. Denn Biss ist Unlicht und Traumato Psycho und dann ist Biss sehr effektiv. Und ihr seht, Garados glitzert. Shiny heißt eigentlich nur, dass die Farbe anders ist. Mehr nicht. Das ist halt im Prinzip quasi... Ja, das ist halt ganz besonders seltene Version dieses Pokémons. Wenn man es genau will, ist es im Prinzip ja eigentlich eine Missgeburt. Weil es ja eine fehlerhaft geboren wurde mit einer falschen Hautfarbe. Das kann man jetzt total rassistisch übertragen und falsch ansehen, aber ihr wisst, wie ich das meine.
Und die haben auch, also die haben meiner Meinung nach auch keinen anderen Vorteil. Sie sehen nur anders aus. Die haben keine besseren Stats oder sonst was, was viele ja immer denken, weil sie so selten sind, seien sie auch stärker. Nö, sind sie nicht. Sie sehen einfach cooler aus. Und glitzern. Und glitzern ist immer cool. Und Garados ist verwirrt. Ach, scheiße. Nein, vor Verwirrung selbst verletzt. Und jetzt beißt das Zubat auch zu. Das ist natürlich scheiße. Aber das wird es nicht mehr lange tun, denn jetzt ist es kaputt. So, Rocketrüppel wurde besiegt. Mist, ich hab versagt. Ja, schlecht. Ich bin dran, es gibt kein Entkommen. Wieso kommen die denn jetzt alle? Hey! Rocketrüppel möchte kämpfen. Zubat schickt er in den Kampf. Level 16 nur, ja, da sind wir ja. Das ist ja kein Problem. Los, Biss! Okay, er schreckt zurück oder schreckt zurück, ich weiß nicht. Bin ich mir nicht sicher. Was noch? Wahrscheinlich ein Slimer. Okay, ich hätte jetzt mit noch einem Zubat gerechnet. Gut, dass sie es nicht gesagt hat. Dadurch habe ich nichts Falsches gesagt. Aber dadurch, dass ich erklärt habe, was ich sagen... Egal. Schlammbad. Nee, Garados möchte nicht baden. Ich habe den gerade erst aus dem See des Zorns befreit, Freundchen. Ich frage mich, was ist in Pokébällen für Wasser-Pokémon eigentlich auf Wasser drin? Also, ich weiß ja gar nicht, wie das ist. Werden die dann in die einzelnen Atome zerlegt und da irgendwie gestapelt in dem Pokéball? Oder sind sie da, werden sie geschrumpft und sind da drin? Und wenn ja, haben sie da drin Wasser? Also hat Garados in seinem Pokéball Wasser? Das wäre interessant zu erfahren. Komm, das weiß doch bestimmt irgendjemand. Sonst frage ich halt den Entwickler von Pokémon. Ja, mit dem schreibe ich immer in Skype. Verstehe den auch voll gut. Der kann auch so gut Deutsch. In den Pokémon-Statuen sind Überwachungskameras installiert. Wir greifen weiter an, bis du einen Geheimschalter betätigst. Ah, ja, hier also. Das ist eine Snubbelicat-Statue. Es ist ein seltsamer Glanz in ihren Augen. Achso, jetzt ist Garados vergiftet. Habe ich da... Ja, ich habe eine Gegengiftbeere. Ah, und irgendwie dauert das mit Garados zu lang. Finde ich. Ich muss ihn noch trainieren. Aber ich werde ihn jetzt einfach austauschen mit Impagato, damit wir hier ein bisschen besser vorankommen. Ja, das ist sinnvoll. Ist hier wieder... Da ist eine Snubbelicat-Statue. Dann denke ich mal, wenn wir hier lang gehen, finden wir hier irgendwo einen Schalter. Da nicht. Da ist ein PC. Ja, ganz sicher muss ich da lang. Ach, hier komme ich nicht durch. Was eine Scheiße. Ja, komm, kämpf gegen mich, du Wissenschaftler. Dies war einmal ein Ninja-Versteck. Es wurden Fallen aufgestellt, um Eindringlinge wie dich zu verwirren. Ich mag Ninja. Ninja sind cool. Theodor möchte kämpfen und er schickt Magnetilo in den Kampf. Haben wir zwar nicht so eine gute Erfahrung mit, aber wir wissen, wie wir inzwischen gegen ankommen. Mit Surfer. Was hast du noch? Magnetilo, noch eins. Nee. Dann setz sie auch nochmal Surfer ein, ganz einfach. Und dann bist du kaputt. Ein Team Rocket Versteck hier, also, und Radiowellen, die dafür sorgen, dass Carpador sich automatisch entwickelt. Das klingt alles sehr spannend. Da muss ich aber mit Siegfried auf jeden Fall was gegen tun. Das geht ja nicht. Stellt euch mal vor, ein Radiosignal würde dafür sorgen, dass ihr schneller altert. Dann wacht ihr morgen auf und seid irgendwie 100. Also dann wacht ihr wahrscheinlich eh nicht mehr auf, aber... Ne, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Theodor wurde besiegt. Ich hab's. Ja, du hast gar nichts. Okay, ich verrate dir ein Geheimnis über unseren Unterschlupf. Das Feld da vorne am Boden ist ein Warpfeld. Sobald du es betrittst, wirst du zurück zum Eingang gewarpt. Cool, und das hier macht die Statue aus? Ein Geheimschalter, betätige ihn. Und wir finden X-Treffer. Ich frage mich, welche Schalter jetzt alle ausgeschaltet sind.
Ob alle oder? Weil das wäre ja dann bisschen einfach, nur einen Gegner, um alle Statuen auszuschalten. Wir versuchen es mal. Okay, aber das Warpfeld, da bringt uns nur zum Eingang, hat er gesagt. Dann möchte ich da eh nicht lang. Dann möchte ich ja hier lang. Okay, das ist auch aus. Und wir finden einen Hypertrank. Wahrscheinlich alles auf dieser Ebene, würde ich sagen. Ja, hier kommen wir gut durch. Wir hätten uns ja auch einfach durchkämpfen können, aber wir haben lieber das Geheimschalter-Ding betätigt. So, und ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's hier weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben und hinterlasst einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal, euer Vogel. Tschüss. Ach nee, ich speichere noch. Nicht, dass das irgendwie wieder abstürzt irgendwie und keine Ahnung. So, ja, überschreiben. Bla, 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 bla. Ich habe mich schon verabschiedet, das ist dämlich. Ich verabschiede mich einfach nochmal. Bis zum nächsten Mal, euer Vogel. Tschüss.